Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Pokémon, die rote Edition. Ja, im letzten Teil, wir haben es versucht, Abra zu fangen, ging er daneben. Dementsprechend, wir können jetzt uns da ewig und drei Tage aufhalten, aber kaum. Wir machen das ein andermal, wir machen vieles ein andermal. Ich möchte weitermachen. Ich denke mal, wir sind uns auch, glaube ich, alle einig, oder? Ja, komm. Wir wollen hier alle weitermachen. Wir können natürlich hier jetzt noch mal hier mal kurz gucken, aber ich glaube, hier gibt es, also ich weiß gar nicht, ob es hier auch Abra gibt. Ist was? Level 12. Wenn er jetzt drinnen bleibt, verzweifle ich. Danke. Hier sind nämlich stärkere Pokémon. Man sieht es auch direkt da, Level 8. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass wir hier Taubsi fangen müssen, können, dürfen, sollen. Aber ich weiß nicht, ob das Taubsi hier schon ein gutes Level hat. Und wenn nicht, dann ist es so. Und wenn doch, dann ist cool. Mirabla. Level 12. Und gleich kämpfen gegen dich. Gleich darfst du ran. Kollege, gleich darfst du ran. Gleich darfst du an die Bulette. Weißt du, jetzt erste Pokémon gesucht, Abra, und es kommt dann einfach nicht. Jetzt machen wir den nächsten Teil und dann wird auch wieder hier nur gesucht und also, wir endlich gekämpft. Man wird endlich gekämpft, dann machen wir endlich weiter. Hier ist anscheinend Abra häufiger. Aber es. Nee, es will nicht. Es will einfach nicht. Guck mal, so ein Saftkorn. Ja, Saftkorn bringt Erfahrungspunkte. Jo. Saftkorn bringt mal Erfahrungspunkte. Haben wir zumindest hier schon mal Level 13. Nicht. Jetzt vielleicht? Ja, okay, wir hätten hier auch Kukuna. Ach man, egal. Auch hier hätten wir Kukuna und Saftkorn fangen können. Ja, hatte nur ein KP, ne? Hatte nur ein KP. Der Fratz, der... Nicht der Ratzfratz, Level 13, sauber, weiter geht's. Weißt du, willst du jetzt Taubsi fangen und dann sagt Taubsi nö. Also, wir haben sogar zwei Abras gefunden währenddessen. Aber ist schon mal Level 13, ist schon mal gut. Level 13 ist schon mal gut. Oh, Leo. 8. Na komm, Taubsi. Erst suchst du ewig und drei Tage in der Alter. Es ist nicht zu glauben. Okay, merke immer, da oben gibt's Abra. Da oben gibt's Abra. Das Spiel verarscht mich bis zum Geht nicht mehr, oder? Ah, komm. Also, erst suchen wir ewig und drei Tage Abra, dann kommt es ein ums andere Mal und dann ist es. Okay, das bringt nicht viel. Critical Hit. Ach, wer aus Madbo ist besiegt? Ach. Schön. Ja. Was machen wir? Pikachu besiegen lassen.
So, Horn Attack. Ja, wenn's mal nicht läuft, ne? Das ist so wie so ein roter Faden. Aber dass sie hier alle hier auf Critical Hits gehen, das ist schon... Das ist schon echt traurig. Gut. So, da fahren wir ja Schlock mit. Aquaknarre. Genau für so welche Geschichten, wo wir hier einfach einmal kurz einen Prozess machen müssen. Dann haben wir einen Wanderer besiegt. Hinker. Der Hinker. Rex hier. So. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch ein Item gab. Ich glaube nämlich nicht. Ja, komm. Reisen wir mal zurück. Könnte theoretisch die Speed-Taste drücken. Praktisch gesehen lasse ich es bleiben. Weil sonst rase ich wieder gegen irgendwelche Leute. Ach, das wollt ihr immer nicht sehen, wenn du irgendwie immer nur gegen die ganzen Leute rast und dann denkst du, okay, das hätten wir auch kürzer haben können. Aber so ist es. Man mag jetzt schon ein bisschen Angst und Bangel haben, dass wir hier wirklich tatsächlich in der Arena völlig unterlevelt auftauchen und dann das gar nicht schaffen. Habe ich auch! Habe ich auch! Und genau deswegen... Ja, verdammt. Ja, obwohl, wir können das auch machen. So, deponieren, nämlich das da. Und dann deponieren Garbador, den können wir gar nicht gebrauchen momentan. Mit Bibor lieber mit. Zwar Bibor bringt uns auch nicht viel, aber zumindest kann Bibor angreifen. Das ist für den Fall der Fälle. Weißt du, für den Fall der Fälle, dass wir irgendwie mal brauchen könnten, können wir dann wenigstens mal ein bisschen mit ihm kämpfen. So, weiter mit Pikachu vorne. So, und diese Brücke möchte ich auf jeden Fall noch durchkriegen. Also die Brücke nicht, sondern die Route möchte ich auf jeden Fall noch durchkriegen. Jetzt vielleicht nicht in diesem Part, aber insgesamt. Und tatsächlich danach kann ich wieder auf eure Kommentare eingehen. Meinungen und alles Mögliche nachschauen. Na Leute, die kriegen wir hier eigentlich alles schön... so besiegt. Allein, wir haben ja auch Smetbo wieder mit. Ja, aber auch Onyx. Super. Oh, Onyx Level 17. Das ist jetzt nicht wenig. Da hätten wir viele Erfahrungspunkte kriegen können bei Pikachu. Ärgerlich, aber nun gut, Pummeluff kriegt auch ein bisschen was. Pummeluff kann tatsächlich, wie gesagt, ein bisschen das Pokémon sein, was dann so Matchwinner wird, wenn es angreifen könnte. Kann es noch nicht. Ja, und jetzt sind wir bei Shilock Level 20. Das heißt, ab jetzt ne? Nicht so häufig einsetzen mehr. Am besten gar nicht mehr. Am besten gar nicht mehr einsetzen. Shilock am besten gar nicht mehr einsetzen. So, Teenager. Ratz, ratz. Level 15. Ich weiß, ich versuch's immer wieder. Ah, guck mal, Critical Hit. Aber momentan ist hier grundsätzlich Critical Hit Power. Also irgendwie haben sie alle jetzt momentan so ein Flow, dass sie hier alle hier auf... Oh, sehr effektive Attacken. Auf Volltreffer gehen. Sehr schön, aber Habitat kriegen wir auch mit Pikachu weg. Sauber, weiter geht's. Pikachu, mal geben wir auch gleich einen Trank mal. Supi. Dafür haben wir nämlich die ganzen Tränke mit. Für nämlich genau diese Geschichte, dass ich jetzt nicht wegen einem Pokémon jetzt tatsächlich zurücklaufen muss. Weil ein Pokémon, ja, ist natürlich manchmal ein bisschen ärgerlich.
Alleine wenn du es trainieren willst, aber. Flagmon. Flagmon kann gefährlich sein. Aber Flagmon ist ein Wasser-Pokémon, soweit ich weiß. Dementsprechend sehr effektiv. Ja. Und? Gut. Prima, Pikachu. Da war jetzt nicht gut. Reicht es? Es reicht. Es reicht. Es reicht am Ende. Sehr schön. Auch das besiegt. Level 14. Wie gesagt, wir brauchen Pikachu hohes Level. Für die Arena. Und, deswegen. So, auch hier wieder dasselbe. Wir könnten theoretisch zurücklaufen. Praktisch gesehen nehme ich jetzt einen Trank. Und kämpfen gegen die Göre. So. Was hat sie denn aufs Lager? Die hat zwei Pokémon. Nidoran. Gut. Nidoran haben wir jetzt gelernt, was wir machen. Wir wechseln direkt aus und gehen auf Smetbo. Horn Attack. Oh, nicht schlecht. Konfusion. Ah. Ja. Hoffentlich nicht vergiftet. Danke. Und tschüss. So. Nidoran weiblich. Bleiben wir dabei. Wir wechseln nicht. Die gucken wir lieber so rum. Ja. Ah, ärgerlich. Es ist vergiftet. Ja gut, dann hat es leider Smetbo nicht lange geschafft. Aber egal, die Göre ist besiegt. Sie ist verwundert. Ja. Smetbo ist besiegt. Und dann tatsächlich jetzt am Überlegen, was wir denn bei dem machen. Wie gesagt, wir dürfen Shillock jetzt eigentlich nicht mehr einsetzen. Eigentlich nicht mehr. Also, ich muss jetzt einen neuen Weg finden, wie wir die Kleinsteins besiegen. Ohne, dass wir Shillock einsetzen. Das wird eine schwierige Geschichte. Kleinstein besiegen, ohne Shillock einzusetzen. Ja, Smetbo wäre jetzt die richtige Option gewesen, ne? Was hat er denn überhaupt? Wie viel hat er denn da? 800. Also wir können ihn notfallsweise einsetzen. Aber so wirklich einsetzen dürfen wir ihn nicht mehr. Ja, danke. Darauf wollte ich hinaus. Giftet. Ja, und dann noch Jigglypuff. Oder Fibo. Ja, kann man eigentlich nichts machen. Pummeluff können wir eigentlich nichts machen. Weil Pummeluff ist eigentlich nur hier das Pokémon, was tendenziell singen kann. Aber so könnten wir theoretisch extrem viele Erfahrungspunkte jetzt holen. Theoretisch hätten wir jetzt auch über... Ja, okay. Ich sehe schon ein. Ja, ich wechsle zu Shillock. Das bringt nichts. Blubber. Okay. Ist nicht so schlimm. Level 9. Und jetzt kann er sich endlich wehren. Auch hier wieder viele Wechsel. Braucht das Land? Pummeluff. Sing mein Song. Oh, ärgerlich, egal. Gut. Pikachu. Wechseln. Wieder zurück. Ja, wie gesagt, wir dürfen Shillock jetzt nicht zu sehr trainieren, weil wir eben dieses Level 21 Ding haben. Wir dürfen nicht höher als Level 21 sein. Beziehungsweise Level 21 selbst nicht haben.
118, oh Gott. So, endlich mal ein Pokémon, was hier auch nicht hier... Ja. Mirino. Ja. Bibor. Sehr schön. Pikachu. Ja, der Emon und seine Taktik. Ach, Mann, ey. Jetzt gehen wir ins Pokémon Center zurück. On Attack. So, bitte jetzt als letztes kein Kleinstein. Das ist ein Problem. Ein ganz gewaltiges. Ganz gewaltiges Problem. So, mein Nidorino, gut und schön. So. Warum? Wieso? Wieso tut ihr mir das an? Wieso tut ihr mir das an? So, haben wir noch eins? Nein. Wie gesagt, wir müssen wenig Erfahrungspunkte sammeln. Ist anders, Leute, müssen wir tatsächlich, meiden. 78. 5, 9, 17. Gut. Also, geht's wieder zurück. Für euch nicht, für mich schon. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Dann zum Ende dieser Route. Und dann vielleicht auch zur Arena. Ich weiß es noch nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Also, ciao.